Du wirst mir jetzt glauben, ich habe mir heute schon wieder einen Schuh bestellt. Jo Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und heute zum, ich glaube, ja, wohl nachgefragtesten Video auf diesem Kanal, was es jemals gab, denn wir haben die 20.000 Abos erreicht. Erstmal fettes Dankeschön von mir an euch. Kuss für den Support. Heute kommt das Video, worauf ihr alle gewartet habt. Heute kommt die wunderschöne Sneaker Collection mit meinem Vater, von meinem Vater. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr besonderes Video. Es sind viele coole Schuhe am Start. Ich würde aber auch gar nicht so lange drum rumlabern und hole einfach mal die Person, warum ihr alle auf dieses Video wahrscheinlich geklickt habt und auch die Hauptperson dieses Video ins Bild. Deswegen kannst du auch einfach mal reinkommen, wenn du es durch diesen ganzen Schuhberg hier irgendwie schaffst. Hier hätten wir einmal. Hallo. Meinen Vater. Kannst du mal ganz kurz vorstellen, wie du heißt, wie alt du bist? Jo, hi, ich bin der Uwe, 58 Jahre alt und bin, ja, dein Vater. Genau, so sieht's aus. Ja, wir hatten ja mal mit meinem Vater am Start. Ihr habt es euch gewünscht. Ihr könnt auch jetzt schon mal einen Daumen nach oben geben dafür, dass ich es geschafft habe, diesen Herrn vor die Kamera zu bekommen. Ich glaube, das war auch schon eher etwas, ja, Besonderes. Weißt du schon, was wir heute machen? Ja. Ich meine, du hast auch gerade, ja, da gesessen. Ja, genau. Aber du weißt ja, was wir machen. Wir schauen uns heute deine Schuhe an. Wie kommt es dazu, dass jetzt du mit deinen 58 Jahren schon, ich würde sagen, so viele, du hast mehr Schuhe als ich. Also du hast ja mehr Schuhe als ich. Weil ich mein Leben lang schon gerne Sneakers getragen habe. Früher hießen sie noch bei uns Turnschuhe. Turnschuhe hat man ganz klassisch gesagt. Und verfolgt mich eigentlich schon mein Leben lang. Ich habe schon immer Sneakers gerne getragen. Super gerne. Ja, und das mache ich auch heute noch. Aber eins möchte ich hier noch sagen. Ne? Ich möchte hier keine dicke Hose machen. Ey, wow, wie viele Schuhe habe ich? Stimmt, das muss man auch anmerken. Das Ganze ist hier gar keine Angeberei oder sonstiges, weil nachher kommen wieder irgendwelche Kommentare. Wir haben beide Interesse an Schuhen, zeigen das Ganze gerne. Mein Vater gibt dir ja auch einfach das Geld aus, was du monatlich verdienst, wofür du auch monatlich arbeiten gehst. Andere fürs Briefmarken sammeln. Genau, andere Väter geben mir Geld dafür aus, andere Väter geben mir Geld fürs Autotuning aus. Mein Vater gibt eben für Schuhe aus, wie hat er seine Interessen und deswegen alles cool, ist gar keine Angeberei oder sonstiges, deswegen sagen wir auch eigentlich hier oder haben es vor, jetzt nicht bei jedem Schuh irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Preise zu nennen. Das ganz kurz vorab gesagt, sehr, sehr wichtig. Wir haben hier unfassbar viele Yeezys, wo ich auch gar nicht mehr die Namen weiß, weil das viel zu viel ist. Wir haben viele Nike-Schuhe dabei, wir haben auch viele Adidas-Schuhe dabei, wir haben auch tatsächlich sogar, ja, nur einen einzigen anderen Schuh dabei. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit den allerersten Schuhen und da es so unfassbar viele sind, starten wir einmal mit den ganzen Yeezys, weil da hast du ein bisschen tief in die Tasche gegriffen. Darf ich mit einem anfangen? Ja. Ja? Ja. Weißt du eigentlich, wie das Ganze ans Laufen kam? Ja, ich weiß welcher. Den hier. Genau, mit dem Beluga. Ich weiß auch warum. Warum? Ich habe mir den damals gekauft. Und ich habe mich totgelacht. Ich habe mich damals totgelacht. Ja, das fandst du richtig hässlich. Mit dem ersten, wie du mit dem ersten Yeezy gekommen bist, habe ich noch gedacht, Mann, ey, was hat der für einen Schuh sich da geholt? Gut, optisch war halt natürlich, ey, für meine Generation was ganz, ja, war irgendwie außergewöhnlich. Aber du hast den damals, glaube ich, bei Kleckt gekauft, ne? Ich habe bei Adidas. Der war von Adidas. Der ist von Adidas? Die ganzen Yeezy sind alle von Adidas. Also hast du alle für Retail bekommen? Ja. Boah, Schnäppchenjäger, Maschallah. Ja, das ist der erste. Das damit war der allererste Yeezy. Damit hat's angefangen. Wir haben hier übrigens so Kisten, wo die ganzen Schuhe drin sind. Dazu können wir auch was sagen. Ihr werdet wahrscheinlich gleich merken, der gute Herr hier pflegt seine Schuhe jetzt nicht so unfassbar gut. Denn, warum sind die Schuhe dreckig? Weil ich jeden Tag die Schuhe anziehe. Ich denke mal, du kaufst die Schuhe ja auch zum Tragen, ne? Richtig. Das hier wäre einmal der. Jetzt bin ich gespannt, ob du den ganzen Namen noch weißt. Ich kann mir die Namen auch nicht mehr merken. Sorry. Das heißt, du weißt gar nicht, welcher Name. Ich weiß teilweise echt nicht mehr wirklich die Namen. Yeezy V2 Cream, weiß tatsächlich Cream. Ich auch. Cream. Komplett weiß, habe ich nie gehabt, fand ich aber immer cool. Kannst du eigentlich immer noch, jetzt heutzutage auch nichts mehr falsch machen. Ist ein schlichter, weißer Yeezy. Würde ich mir jetzt auch nicht mehr kaufen. Aber den trägst du immer noch? Trag ich immer noch. Sieht man. 20 Euro bei Adidas, ne? Bei Adidas, ja. Genau, das wäre einmal der Cream. Ich weiß auch nicht mehr. Ich habe auch keine Ahnung. Keine Ahnung mehr. Werde euch die ganzen Namen von den Yeezys alle mal irgendwo einblenden, weil ich, das sind so viele Yeezys, ich verfolge es auch alles gar nicht mehr. Ich weiß auch tatsächlich gar nicht mehr den Namen. Ich habe keine Ahnung. Aber den, da muss ich auch sagen, der ist eigentlich ganz cool. Vor allem mit diesem orangenen Eyecatcher hier hinten. Und der ist ja sonst komplett grau. Wie gesagt, ich würde mir jetzt keinen Yeezy mehr kaufen davon, aber es sind jetzt keine hässlichen Schuhe. Ja, der ist jetzt aber auch nicht so oft, also da kannst du jetzt, der ist vielleicht zweimal getragen. Nee, hast du eine Ahnung. Von wegen. Ich glaube, nicht durch Matsch oder durch Partys. Wobei, du seit einem halben Jahr Homeoffice kannst du ja auch gar nicht mehr raus. Ja, stimmt. Den finde ich aber nicht so schön. Ja, den hat er. Ist so grün. Ja, den hatte ich mir, den fand ich da irgendwie, sah irgendwie ganz pfiffig aus. Das Grün fand ich auch gar nicht mehr so schlecht. Ich trage schon noch, aber ich bin jetzt nicht so wow, dass ich sage, wow, ey. Ja, okay, dann kann der auch. Wow.
schon mal zur Seite. Nimm dir auch schon mal die nächsten. Also ihr merkt, es sind Yeezys über Yeezys über Yeezys. Über ich finde zum Beispiel, warum, wieso kauft man sich jetzt den Yeezy, wenn man den schon hat? Also so... Ja, weil das ist trotzdem anders. Die sind doch fast genau gleich. Nee, guck mal, der ist auch wieder ganz anders. Ja, der ist anders, aber guck mal, die sind beide so, na, muss man nicht verstehen. Ich weiß auch, ich kann das echt nicht mehr sagen. Die Namen, das geht bei mir eigentlich... Ich finde den cooler. Also ich finde die Farbe... Der ist schön, der ist auch schön. Keine Ahnung, wie der heißt, ihr könnt es auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde es aber auch irgendwie wieder oben hinschreiben. Ist getragen, tatsächlich wieder schon getragen. Auch bei Adidas bekommen? Ja, natürlich. Jetzt eine wichtige Frage. Oh, das war noch, aus Wie meiner Arme. Sehen, Schnürsenkel voller Motorradzeit. Motorrad, das hat, ach, das war noch, wo du Motorrad gefahren bist. Ja, richtig, genau. Ihr müsst euch dann mal vorstellen, mein Vater sitzt auf seinem Motorrad mit Yeezys, glaube ich auch nicht so vorteilhaft. Ja, war bequem. So, wir kommen jetzt zu zwei Paar Schuhen, wo ihr euch wahrscheinlich fragt, was geht in seinem Kopf vor? Ich frage es mich nämlich auch. Zwei schwarze Yeezys, man denkt eigentlich, okay, das sind wahrscheinlich dieselben oder, ja, dasselbe Modell. Ja. Man kann es unten sehen, es sind andere. Und dann frage ich mich auch einfach, warum kaufst du dir jetzt, wenn du den hast oder den vorher hast, warum kauft man sich dann noch den? Also. Weil der reflektierende Schnürsenkel hat. Alter. Ja! Alter. Und was man sieht hinten, schwarz und hier. Ach so, hier mit Rot. Also einmal die schwarzen und einmal nochmal dieselben schwarzen. Ja, nicht dieselben schwarzen. Ja. Braun. Ja, das ist der Static, das weiß ich, der war auch mega gehypt. Damals gab es eine Reflective-Version und eine Non-Reflective-Version, das ist wahrscheinlich die Non-Reflective-Version. Ja, der ist aber sogar ganz cool, den hatte ich auch damals. Und der? Ich hab keine Ahnung mehr, wie die alle... Ey Jan, ich bin 58 Jahre alt. Hä, was sind das denn für Schnürsenkel? Ja, hab ich gar nicht geil, gesehen. Geil, ne? Ja. Hä? Ja, da habe ich aber mit, da habe ich das zwei. Das ist ja gar nicht, dass es so Yeezys mit so vielen gibt. Da habe ich zwei oder drei Paar. Das ist wie bei so kleinen Kinderschuhen in der Grundschule. Die so die Schnur. Seht ihr das? Die sind so, hier ist so ein Ding zum Engerziehen. Naja, wir kommen zum Punkt, was ich eigentlich fragen wollte. Und zwar, warum jetzt so viele Yeezys? Also was ist jetzt so der Auslöser? Warum Yeezys? Saubequemer Schuh. Saubequemer Schuh. Also rein komforttechnisch. Ja, der ist, trägt sich wie... Wie eine Feder. Trägt sich gut und ja, warum nur ein, warum nur zwei? Das heißt, wenn jetzt immer noch irgendwie Yeezy rauskommt, der mega cool wäre, würde ich Wenn der, ja, würde ich mir bestellen, ja. Ja, würde ich mir holen. So, da sieht man mal, mein Vater kauft sich das, was ihm gefällt und nicht was im Hype ist, weil Yeezy sind ja eigentlich gar nicht mehr so im Hype. Also Yeezy ist mir eigentlich mega uninteressant eigentlich für die Menge, also für die breite Masse, sage ich mal. Dann gibt es einmal zwei Yeezys 700er, heißt die, glaube ich, Yeezy 700. Und hier kann ich auch direkt sehen, ein Modell, mit dem du wahrscheinlich Motorrad gefahren bist? Ja, auch hier, Motorrad, ja. Was? Ey, wenn das die Leute sehen, ne? Es tut mir jetzt schon leid für diesen Anblick. Ja, es tut mir leid, das tut auch mir gerade ein bisschen weh im Herzen. Das heißt, du bist mit dem Motorrad gefahren, ja, ne? Das hier ist einmal der Yeezy Ortholite, glaube ich, steht in der Sohle drin. Wenn, also keine Ahnung, wird es wahrscheinlich so heißen, Yeezy Ortholite, irgendwie so. Und das hier ist einmal der, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie dieser Schuh, also es tut mir auch leid. Wie heißt der? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, wir haben noch einmal diesen etwas grünlicheren Yeezy 700. Findest du bequem? Tragst du gern? Du trägst den doch immer noch. Die trage ich immer teilweise, ja. Ja, also, ich will nicht wissen, nicht wie du mehr, jetzt die ganze Zeit. Nein, nicht mehr so oft. Wenn ich jetzt so raten dürfte, was deine Favorite-Silhouette nach den Yeezys wahrscheinlich sind, sind es wahrscheinlich? Air Force. Ja, denn wir haben hier auch tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5 Paare Air Force. Ich fange mal an mit dem hier, weil, ja... Ich hab den letztens irgendwann mal gesehen im Keller, weil mein Vater hat die ganzen Schuhe alle im Keller. Und auf einmal sehe ich, dass mich sowas hier anguckt. Das ist ein Nike ID, ne? Ja. Wollte ich früher immer auf Fußballschuhen haben. Kennt ihr das noch auf Fußballschuhen mit dieser Flagge, Deutschlandflagge und dann so den Namen oder so die Initialen? Hast du die so zusammengestellt, ne? Mit den habe ich mir so zusammengestellt. Ja, das ist ein zusammengestellter Air Force, das heißt schwarzes Rouge, unten hier noch so ein bisschen rot. Hinten einmal den Namen drauf gemacht und auch jeder weiß, wie du heißt. Ja, natürlich. Und auch hier auf der Straße natürlich. Ah, das ist der Uwe. Genau, richtig. Eigentlich fast identisch. Weißt du, wie der heißt? Oder weißt du, was das Besondere daran ist? Ja, klar. Erstens ist der Schuh von mir. Das war mein alter Schuh, den habe ich ihm gegeben. Der Yeezy Safe. Der Air Force Swoosh Pack ist, soweit ich weiß, glaube ich, 2018 rausgekommen. Hatte ich, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal. Habe ich immer wieder neu gekauft, weil ich den so geil fand. Kann man halt eben die Swooshes wechseln. Habe ich dir damals gegeben, als ich meine ganzen Schuhe vor dem Autokauf, glaube ich, verkauft hatte. Ja, heißt, war mal früher meiner. Das ist aber nicht der erste Schuh, der mal meiner war, beziehungsweise auch nicht der erste Schuh, der aus meiner Hand, sage ich mal, kommt. Den hast du noch gar nicht an. Den hast du noch gar nicht an. Den hast du gar nicht an. Wann denn? Boah. Wann denn? Wie denn? Bist du gar nicht gekommen? Ich glaube, den hier,
kennen schon viele von euch. Das ist der, weißt du, wie der heißt? Comme des Garçons. Oh, ja. Mit Supreme. Echt? Tatsächlich? Ja. Genau, das ist der Comme des Garçons X Supreme X Nike Air Force. Ich glaube, der kam 2019 raus. Hier mit diesem getrennten Swoosh, den ich tatsächlich für dich besorgt habe. Er hat mich angeschrieben, Jan, ich möchte den Schuh haben, bla bla bla, was nicht nur einmal passiert, das passiert ja eigentlich sehr oft, dass mein Vater mich fragt, ob ich irgendwelche Schuhe für ihn besorgen kann. Ja, Zweitberuf, Personal Shopper für meinen Dad, auf der erfolgreich. Congrats zum neuen Schuh. Falls du die Story siehst, ich bringe den gleich vorbei. Ja, Mann. Den habe ich dann, glaube ich, schon 2 Tage später gehabt. Richtig. Den wollte ich unbedingt haben. Und tatsächlich, mein Vater wollte den so unbedingt haben, dass er ihn auch schon so oft bis jetzt anhatte. Wir kommen mal zu dem Fact, ich trage jeden meiner Schuhe. Ja, noch nicht angehabt. Noch nicht getragen. Grüße gehen raus. Aber an sich ein cooler Schuh, tatsächlich. Wobei ich schwarze Airbus das persönlich nicht so geil finde. Ich weiß nicht, schwarze Airbus, generell schwarze Schuhe ist nicht so meins. Aber wir haben noch einen schwarzen Air Force, tatsächlich, wo wir gerade bei schwarzen Schuhen sind. Ich glaube, so der besonderste Air Force von allen Air Forces, die du hast, wäre einmal der... Komm, den Namen weißt du aber. Air Force One. Ja, aber mit? Off-White. Oh, genau. Das aber ist auch schwer zu übersehen. Na, stimmt, drauf. Den habe ich tatsächlich in einem Raffle gewonnen für Retail und habe ihn dann ihm gegeben. Ich, wie ich gerade schon gesagt habe, feiere einfach schwarze Air Force gar nicht. Also so komplett schwarze Schuhe ist nicht so meins. Vor allem nicht schwarze Air Force, aber könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ist nicht so meins, aber an sich eigentlich ein cooler Schuh. Geht es, glaube ich, auch mittlerweile für 600-700 €. Also auch gut gestiegen, das Stück. Und man kann, glaube ich, auch sehen, der wurde sehr, sehr oft getragen, oder? Der wird oft, immer noch. Der wird oft getragen. Wo wir gerade bei Off-White X Nike sind, gibt es natürlich auch einen weiteren Schuh mit Off-White X Nike. Kannst du dir einmal holen, und zwar einmal der Presto. Den ich auch, da hatte ich irgendwie richtig Glück in der Zeit. Den habe ich auch im Raffle gewonnen. Ich glaube, bei Overkill, glaube ich, war das, habe ich den Raffle gewonnen für Retail. Wurde auch sehr viel getragen, oder? Ja, der ist auch super viel getragen. Kann man auch, glaube ich, sehen. Ja. Den hat mein Vater auch sehr oft getragen. Aber dir gefällt er noch, oder? Oder... Der ist noch okay. Ich habe aber tatsächlich einen Air Force vergessen, weil wir nämlich eben bei den Air Forces waren, wie auch immer man das ausspricht. Einen Air Force habe ich vergessen. Das ist, würde ich sagen, das Highlight der ganzen Collection. Also für mich, das finde ich jetzt am heftigsten. Kannst du einmal ganz kurz in die Kamera zeigen. Und zwar einmal der, weißt du das? Travis Scott. Weißt du, wer Travis Scott ist? Ja. Was ist denn Travis Scott? Basketballspieler. They looking for the shooter! Was? Nee, Quatsch. Ein Musiker, Ja, genau. Ja, wie mein Vater schon gesagt hat, das wäre einmal der Travis Scott Air Force OG. Und das ist tatsächlich auch mein Alter. Den hatte ich ja vorher. Und ich habe ja viele, viele Schuhe verkauft, wo ich eben, ja, mir mal das Auto geholt habe letztes Jahr. Und da hat auch mein Vater gesagt, den finde ich mega cool, den möchte ich haben. Das tut richtig weh. Ich habe meinem Vater den Air Force in so einen guten Zustand gegeben. Der war so wie neu eigentlich noch. Und jetzt, es tut mir ein bisschen weh gerade. Tut mir leid, Entschuldigung. Ja, entschuldige ich mal für und, das Ganze. Und selbst die Kiste habe ich weggeschmissen. Du hast den Karton weggeschmissen? Ja, klar. Was willst du mit dem Karton? Ich werde den Schuh nie verkaufen, Jan. Und ich werde den Schuh auch nie irgendwo nur hinstellen und nur angucken. Ich ziehe den Schuh, guck, du siehst, ey, den Schuh, den ziehe ich immer an. Ich finde den Schuh mega. Einer der absoluten... Aber der ist heftig. Aber ich verstehe nicht, warum du hier diese Dinge abgemacht hast. Ja, nicht so, dass ich diese Patches... Ja, es war mir ein bisschen zu viel. Ja, aber ich finde irgendwie... Das stört mich aber nicht. Er macht wieder sauber. Ja, hoffe ich für dich. Ja. Der muss sauber gemacht werden. Das ist ein sehr, sehr schöner Schuh. Ja, Travis Scott Air Force. Mega. OG. Und wir nähern uns auch langsam, glaube ich, dem Ende. Wir hatten jetzt hier noch 1, 2, 3, 4 Schuhe. Ich möchte noch ganz kurz auf den Fact zurückkommen, von wegen, ich trage alle meine Schuhe. Ja. Ja, weiß ich. Ja. 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 Den kannst du mir eigentlich geben zum Skaten. Den, weißt du, wie oft ich den schon anziehen wollte? Das ist einmal der Nike Dunk Pro Low Shadow, heißt der, glaube ich. Shadow Dunk irgendwie so. Hatte ich auch tatsächlich, habe ich irgendwann mal wieder verkauft, weil ich den gar nicht getragen habe. Jetzt zum Skaten hätte ich den gerne. Hast du bei StockX gekauft? Ich ja, StockX. Bei StockX. Mhm. Damals hat er, glaube ich, so 150, 160, 170 Euro gekostet. Mittlerweile kriegst du den, glaube ich, auch nicht unter 250 Euro. Ich habe meinen, glaube ich, für 260 verkauft, irgendwie so. Das heißt... Der gute Herr macht doch gut Plus. Ja, nur leider halt auch nicht getragen, ne? Nee, nicht getragen. Deswegen, dass du jeden Schuh trägst. Der ist jetzt nicht getragen. Jo. Ja, dann sagt man sowas nicht, wenn man hier so Schuhe stehen hat, die nicht getragen sind. Die sind alle getragen.
Ja, auch wieder. Das ist aber tatsächlich der einzige Dunk, den du besitzt, ne? Ja. Und auch noch nicht getragen. Das heißt, ja. Dunks doch nicht so deins oder ja. Schwieriger wegen der großen Zunge wahrscheinlich, ja, ne? Ja, das ist so. Der ist auch noch relativ frisch. Den hatte ich, glaube ich, auch erst zweimal an, den Jordan. Ich weiß, dass es tatsächlich ein Fragment Jordan ist, also Fragment Collab. Könnt ihr hier sehen an diesem eingestanzten Logo auch hier hinten. War dir jetzt wahrscheinlich nicht bewusst, dass es Fragment... Also nee, Fragment war mir nicht bewusst in dem Moment. Ich habe nur von den Angst. An sich ist jetzt ein schlichter Jordan, schwarz-weiß, kann man nichts falsch machen, ist jetzt nicht hässlich. Ist auch nicht mega krass. Aber auch an sich ein cooles Ding. Wird wahrscheinlich auch noch mal ein paar Mal getragen, oder? Ja, auch schon. Oh, wurde auch schon getragen. Ja. Fand ich ganz lustig hier hinten. Den Blitz, meinst Logo, du? Ja, dieses Blitz ist das Fragment-Logo. So, nächster schon? Ja. Hätten wir hier den Ultra-Boost. Welcher? Weißt du? Hab ich eben sogar noch gesagt. Ich weiß nicht mehr. Das ist der Ultra Boost Cream. Ja, und zwar ein sehr, sehr besonderer Ultra Boost für die Leute, die früher schon am Start waren und das alles so früher mitbekommen haben mit dieser ganzen Ultra Boost Szene. Ein sehr, sehr krasser Ultra Boost, der damals sehr gehypt war, aber damals auch so mit einer der krassesten, hat, glaube ich, es gekostet so um die 300 bis 400 Euro. Habe ich mir auch damals gezogen, 2018, soweit ich weiß. Und auch hier eigentlich selbes Prinzip wie bei vielen anderen Schuhen. Hast du bei mir gesehen damals. Ja. Wolltest den, glaube ich, dann auch haben. Dann hieß es wieder, Jan, besorg mir den mal. Und dann habe ich den auch, glaube ich, kurz später dann klar gemacht. Ich glaube, weißt du noch, wie viel du bezahlt hast? Knapp 300 irgendwie. Irgendwo. So, glaube ich, kurz über 300. Ja. Und das Ding ist halt, dass jetzt der Schuh eigentlich für unter Retail geht. Der wurde ja tausendmal gerestockt bei Footlocker und so weiter. Der geht jetzt für gar nichts mehr. Damals war es echt ein krasses Ding. Und einen einzigen Schuh, glaube ich, hätten wir noch. Hier ist übrigens alles voller Schuhe. Es ist so ein Chaos hier. Ich habe mega Bock, das hier gleich alles aufzuräumen. Mach weiter mit dem nächsten Schuh. Hier hätten wir den Alexander O'Neill. Alexander was? O'Neill. Ja, und hier hätten wir jetzt noch als zu guter Letzt den Alexander McQueen. Genau, das war einmal der Alexander McQueen, auch ein Schuh, mit dem ich sehr viel verbinde, sage ich mal, wo ich aber ehrlich bin, den ich überhaupt nicht mehr sehen kann. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich glaube, du trägst ihn eigentlich relativ oft. Ich trage den super gerne, ja. Ja, auch hier war es, glaube ich, selbst Prinzip wie bei vielen anderen Schuhen. Ich hatte den damals, hatte den ja 2018, 2019, habe ich den echt tot getragen, diesen Schuh. Deswegen kann ich ihn auch gar nicht mehr sehen. Ich hatte den wirklich das ganze Jahr gefühlt jeden Tag an. Ja, der Preis, da muss ich ganz ehrlich eingestehen, dass ich ja, gerade was Schuhe angeht, ein relativ sparsamer Mensch bin. Das hat mich immer so ein bisschen gezuckt, der Preis. Aber bereust du es? Nee, keinster Weise. So, und das war es dann tatsächlich auch mit dem allerletzten Schuh. Für halt, einen möchte ich noch zeigen. Welchen? Ach so, ja, wow. Der Klassiker, weil den, schieß los. Den, das ist ein Schuh, den trägst du zu allem, zu jedem Anlass, das ist ein Ding, den habe ich auch, ey. Ja, ich glaube, dazu musst du gar nichts mehr sagen. Ich glaube, jeder, der dieses Video guckt, wird diesen Schuh eigentlich haben. Ja klar, das sind wie Hausschuhe sind das. Du, was ist das für ein Schuh? Das ist ein Nike Air Force. Genau, ein ganz normaler genau. OG. Und den hast du auch früher, 25 Jahren schon. Richtig, das ist eigentlich das Ding, genau, das ist es. So ein bisschen, so kommen so, ja, Kindheit ist übertrieben, aber so Erinnerungen. Gehört eigentlich auch in das Video rein, kennt ihr, denke ich mal, alle. Nike Air Force One, ganz normal, habt ihr, glaube ich, auch alle im Kellerschrank. So, meine lieben Freunde, das wäre es dann tatsächlich gewesen mit dem gewünschten Sneaker-Video, das 20.000 Abo-Special, das Sneaker-Collect-Video mit meinem Vater, von meinem Vater. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn es so war. Lasst gerne einen, ne? Daumen oben da lassen. Lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar. Ich hoffe, du hast Spaß bei dem Video. Ich hatte Spaß, danke auch. Danke, dass du dabei warst. Wenn ihr mehr Videos mit meinem Vater wollt, vielleicht irgendwann in Zukunft, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Und dann wär's auch mit dem Video gewesen, Freunde. Haut rein, schönen Tag noch. Ciao, ciao. Ciao. So, frag mich jetzt aber nicht wieder, wie der heißt. Ja.